Hi, hier ist Max und willkommen zu den Filmreviews. Kennt ihr das auch, wenn ihr einen Horrorfilm gesehen habt, dass ihr danach so ein ganz ungutes, beklemmendes Gefühl habt, einfach weil der Film so eine düstere Atmosphäre hatte? Mir geht's nicht oft so nach Horrorfilmen. Manche können das ganz gut. Und einer, bei dem das wunderbar geklappt hat, ist der Horror-Adventure-Film Katakomben. As Above, So Below im Original von John Eric Dowdle aus dem Jahr 2014. Den habe ich angesehen und danach irgendwie fühlte ich mich so fertig irgendwie. Und dann habe ich herausgefunden, dass der Film eigentlich auf der Seite der Kritiker total gefloppt ist. Er war in der Kasse durchaus ein Erfolg. Hat irgendwie 5 Millionen gekostet und über 40 Millionen eingespielt. Das kann man, glaube ich, als Erfolg bezeichnen. Aber in der Kritik wurde der komplett zerrissen. Und ich verstehe eigentlich bis heute noch nicht genau, wieso er so schlecht wegkam. Weil ich fand, er hat einfach mega viel Spaß gemacht und irgendwie auch einfach funktioniert. Ich werde auch in dieser Review wieder ein bisschen spoilern müssen. Tatsächlich ist es in dem Film aber gar nicht so wichtig. Eine Sache vorweg, und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Hauptpunkte in vielen Kritiken ist. Katakomben ist ein Horrorfilm im Found-Footage-Stil. Ich weiß, dass da bei manchen direkt irgendwie der Stift geht. Und das stimmt auch. Ja. Seit Blair Witch Project diesen Found-Footage-Stil nochmal wirklich populär gemacht hat. So richtig populärer war er davor nicht. Es gab den ein oder anderen Film, der Found-Footage-Elemente eingesetzt hat. Aber Blair Witch Project war ja so der Startschuss für eine ganze Reihe an Horrorfilmen, bei denen die Macher einfach gelernt haben, dass man mit wenig Geld super viel erreichen kann und vor allem auch super erfolgreich sein kann. Und so in den 2000ern, auch 2010ern, gab es wirklich eine Masse von diesen Dingern. Found-Footage-Filme sind ja Filme, die sich präsentieren als eine Art Sammlung von Aufnahmen, die irgendwelche Leute gemacht haben und die dann gefunden wurden. Ja, deswegen Found-Footage. Und wir als Zuschauer sehen dann diese Aufnahmen. Das soll also so eine Authentizität haben, die, finde ich, Found-Footage-Filme auch häufig haben. Also für mich funktioniert dieses Genre eigentlich ganz gut. Aber ich muss auch zugeben, eigentlich mag ich Found-Footage-Filme lieber, die irgendwie billig sind. Bei denen man auch schon merkt, dass die Macher wirklich auch kein Geld hatten und das auch machen, weil sie das ausnutzen wollten. Ich finde, das wirkt einfach noch authentischer, wenn das noch wirklich auch so einen billigen VHS-Look irgendwie vielleicht noch hat. Katakomben ist nicht so ein Film. Er ist mit 5 Millionen jetzt auch nicht wahnsinnig teuer für einen Horrorfilm, aber für einen Found-Footage-Film schon. Also er sieht nicht billig aus, aber das kommt dem Film tatsächlich auch zugute. Ja, andere Filme in dieser Art, die ja auch nicht billig waren, sowas wie Cloverfield, funktionieren deswegen, weil sie auch irgendwie so teuer sind und nochmal so ein visuelles Spektakel einfach zelebrieren. In Katakomben folgen wir unserer Hauptfigur Scarlett. Ja, Scarlett ist in der Einführungssequenz irgendwie im Iran unterwegs, ja, um da eine Höhle, die gesprengt werden soll, nochmal zu untersuchen und findet da ein mystisches Artefakt, das ihr helfen soll, den Stein der Weisen zu finden. Und wir merken schon da, dass sie sich Vorwürfe macht. Sie hat im Prinzip Visionen vom Selbstmord ihres Vaters, an dem sie nicht schuld ist, den sie aber durch ein Versäumnis in dem Sinne mit zu tragen hat und für den sie sich auch ein bisschen selbst die Schuld gibt. Und der ganze Film behandelt ihre Suche und die Suche ihrer Freunde, ihrer Gang, ja, ihrer Kollegen nach diesem Stein der Weisen in den Katakomben von Paris. Ja, das Ganze hat schon so einen Indiana Jones Touch, ja, allein mit der Einführungssequenz, wo sie dieses Ding findet und dann knapp entkommt. Und das, finde ich, kommt dem Film eigentlich echt zugute, denn erstmal ist dieses Abenteuergenre, wie es die Indiana Jones-Filme erfüllen, gar nicht mehr so populär. Und ich finde es vor allem auch ganz clever, das mit einem Horrorfilm dann zu kombinieren. Und es gibt dann tatsächlich was Neues. Aber man hat trotzdem ab und zu diese Indiana Jones-Vibes. Hey, da ist irgendwie ein Geheimnis direkt unter unseren Füßen. Man muss es nur finden. Und auf der anderen Seite diese klaustrophobische Atmosphäre dieser Grabkammern und allem. Finde ich super gelungen. Dazu komme ich aber auch gleich noch. Scarlett ist, wie wir herausfinden, deswegen interessiert sie das überhaupt, Professorin für Archäologie. Die Schauspielerin war zum Zeitpunkt des Drehs 20 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wie sie auf die Idee kam, dass das eine Professorin für irgendwas sein soll.
Aber na gut, ja. Ich meine, Harrison Ford war wenigstens 40, als er Indie gespielt hat. Aber naja, wir wollten halt irgendwie eine junge, hübsche Frau in dem Film haben. Also scheiß drauf. So ist es eben, ja. Also sie und ihre anderen jungen, hübschen, talentierten Freunde treffen sich also und gehen den ersten Spuren nach. Und dann so nach einer halben Stunde fängt es so richtig an. Sie steigen in die Katakomben von Paris ein und dringen von da an immer tiefer in diese Grabkammer hinein, um irgendwo den Stein der Weisen zu finden. Haben aber irgendwie den Eindruck, irgendwie hört das gar nicht auf. Es geht irgendwie immer weiter nach unten. Und so langsam müssen sich da unten auch Sorgen machen, ob alles noch mit rechten Dingen zugeht. Denn diese Reise in den Untergrund wird für jeden der Gruppe auch irgendwie eine Reise in die eigenen seelischen Abgründe. Und das ergänzt sich ganz gut zu diesem Archäologie-Plot. Beides wird aber tatsächlich bis zum Ende ganz gut aufrecht erhalten, sodass man nicht den Gefühl hat, das ist jetzt einfach nur irgendeine Metapher für irgendwas. Was bei dem Film besonders bemerkenswert ist, ist, dass sie den tatsächlich in den Katakomben von Paris auch drehen durften. Also sie haben ihn nicht komplett da unten gedreht, aber einen großen Teil davon. Ja, man merkt einfach diesen Katakomben an, dass es da unten wahnsinnig eng und stickig ist und man merkt es den Schauspielern an und manche von denen sind wirklich fast durchgedreht beim Dreh da unten, heißt es zumindest im Making-of. Es fühlt sich so wahnsinnig echt an und ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, ich kann es tatsächlich nicht gut beschreiben, aber dieses immer weiter nach unten gehen schaffen sie irgendwie darzustellen. Man hat nicht den Eindruck, dass das immer dasselbe nochmal ist, wo sie ist, sondern sie schaffen irgendwie immer noch einen draufzusetzen. Und diesen Abstieg in, ja, die Hölle, müsste man fast sagen, dann auch im Film irgendwie nachvollziehbar darzustellen. Das Ganze hat noch 1000 Millionen Anspielungen auf Tempelritter, auf Dantes Inferno, auf weiß der Geier was. Also da kommt ein Haufen archäologischer Kruscht einfach zusammen. Das gibt wahrscheinlich auch überhaupt keinen Sinn, keine Ahnung. Aber das ist ja ein bisschen wie bei Indiana Jones. Ja, mal hier was, dann mal da was, dann Nazis hier und am Ende zusammen und fertig. Aber es klappt, ich finde, es hat einfach ganz gut funktioniert. Und die Schauspieler tragen die Sache auch echt ziemlich gut. Also wenn sie da so ja, eingepfercht sind und nicht mehr weiterkommen und nicht mehr wissen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Diese Panik stellen sie unglaublich authentisch dar. Vielleicht nicht immer top, aber man kann das immer nachfühlen. Und das ist für einen Found-Footage-Film ja auch, finde ich, irgendwie das Wichtigste, dass es authentisch wirkt. Was gut ist, dass sie mehrere Kameras haben, zwischen denen der Film dann auch wechselt. Also wir haben hier tatsächlich sowas wie einen Found-Footage-Film, der durch eine gewisse Redaktion gegangen ist. Dann hat einer ausgesucht, ja, jetzt von der Kamera und jetzt von der. Also er ist quasi dann nochmal nachbearbeitet, im Gegensatz zu manchen anderen Found-Footage-Filmen, wo es halt einfach so läuft und läuft. Ja, in Katakomben versuchen sie das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Dadurch verliert er auch natürlich ein bisschen von seinem Found-Footage-Charme. So langsam kann ich das Wort Found-Footage nicht mehr sagen. Auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, denn der Film hat teilweise auch einige Spezialeffekte. Er wirkt nicht billig. Er will auch gar nicht billig wirken. Und da ist es nur folgerichtig, glaube ich, dass man hier dann auch ein bisschen Abstand genommen hat von dem wirklich, nennen wir es mal, Hardcore-Found-Footage, sondern mehr so eine Art Softcore-Found-Footage draus gemacht hat. Der Film ist zurzeit weder auf Netflix oder Amazon Prime. Trotzdem von mir die volle Empfehlung. Ja, wenn ihr euch ihn irgendwie ausleihen könnt oder er mal irgendwo im Angebot ist, meine Empfehlung habt ihr. Eine weitere Empfehlung, die ich geben kann, ist NordVPN. Nee, Spaß. Ist tatsächlich ein Anspieltipp, kann ich euch geben. Denn in dem Soundtrack von Katakomben ist eine französische psychedelische Surfrock-Band vertreten, La Femme, mit zwei Songs. Einer von denen läuft in einem Club am Anfang des Films. Im Film und der zweite Song ist läuft im Abspann. Ich mache hier unten zwei Links rein. Coole Songs, ein bisschen sexy, ein bisschen mysteriös, ein bisschen surfig. Hört einfach mal rein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Filmreview. Bye, bye.